Ja, ich sagte, die riechen wirklich nachher. Was willst du mich? Du, what the fuck, ey. Ah, das ist wirklich crazy, Mann. Das riecht da einfach krieg nach. Ich kriege auch einen Nacken sofort, wenn ich das liebe. Hallo, hey, herzlich willkommen, hallo. Willkommen. Check, herzlich willkommen. Prost. Gott. Wow. Das war sehr, sehr, wow. sehr. Frohes Neues. Haben wir schon gesagt? Ja, haben wir schon gesagt. Stimmt. Dann trotzdem immer noch. Hallo? Der erste Test in diesem neuen Jahr aber. Wow. Wow. Eigentlich wollten wir den letzte Woche schon gemacht haben, aber die Leute sind so durchgedreht an Silvester, dass wir keine Chicken McNuggets mehr bekommen haben. Ja, die haben die alle zu Weihnachten gegessen. Aber das Ding ist, wir haben Schnitzel gemacht. Jetzt schon mal teasern, nächste Woche wird ein Fischstäbchen getestet. Alter Schwede, da habe ich richtig Bock drauf, weil da gibt es richtig gute Sachen. Ja. Aber oder egal. Auch nicht. Ja, alles gibt es. Ey, ganz ehrlich, Leute, die Schnitzel, ihr seid durchgedreht. Wie viele Leute haben das Video bisher gesehen? 700.000? 8 Millionen. Ja, auf jeden Fall, alle haben es geliebt. Und dann haben wir uns gedacht, was ist noch geiler als Chicken Mac, als Schnitzel? Mini-Schnitzel. Das sind eigentlich Mini-Schnitzel. Mini-Schnitzel. Wir haben die geilsten. Wir haben wirklich viele dieses Mal. Also es wird sehr ausführlich, weil sonst machen wir manchmal auch nur so 3, 4. Heute haben wir alles, was hier. Alle 7. Alle 7, die es gibt in Deutschland. Bio, Discounter, alles ist dabei, damit ihr wisst, welche sind die besten für meine Amigos. Wir fangen an mit einer neuen Belichtung. Mit dem ersten Produkt. Numero uno. The Vegetarian Butcher. Butcher. Das heißt vegetarischer Schlachter. Also Butcher ist Schlachter. Butcher, ist das nicht auch ein Vogel? Also Verniedlichung von Vogel? Ja. Sehr gut. Und die machen ganz viel vegetarische Sachen. Mögen wir hier bei Veganes und so gar nicht. Aber die haben auch vegane Sachen. Und die probieren wir sehr gern. Veganisch. Toll. Oh! Heiß. Zeig dir doch mal von innen wenigstens. Mal. Warte. Jetzt beißt er schon ab. Das sieht natürlich aus wie ein Nugget sein muss. Ist aber heiß noch, ne? Also. Okay, bin soweit. Hä? 7,5? Du auch? Ja? Nein. Ich finde, die haben einen, sind sehr crispy. Die sind todescrunchy, man. Sehr gut, von der Fleischige, kommt auch sehr gut drüber, aber haben einen ganz klein bisschen Beigeschmack. Ja, du den ja die sind hinten, ich frage mich, was genau, das hinten ist. Das schmeckt wie, als könnte das auch Ei oder sowas sein, so, weißt du? Ja. Richtig strange. Also ein bisschen komisch, ich kann es nicht genau definieren, es hat einen ganz komischen Nachgeschmack. Deswegen 7,5. Aber ich glaube, ganz im Ernst, wenn man das mit irgendwie Mayo oder mit Ketchup oder worum man das mit isst, mit Süß-Sauersoße, dann. Mit Senf? Senf. Ich glaube, dann bringen die Leute so. Aber echt gut, 7,5 von uns direkt bekommen. Mega Konsistenz, mega gut. Das müssen wir uns merken, 7,5. Weiter geht's. First Sight Goes mit Prolaterre. Pluraterre. 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 Hier, so sehen die aus, aus dem Bio-Mercado. Aus Alnatura habe ich die, glaube ich, gekauft. Ja, nice. Alnatura des Vertrauens, der einen Wasserschaden leider hat. Aber das hat mein Einkauf nicht beeinflusst tatsächlich, ich wollte euch nur erzählen. Prolaterre, Appetite for a Better World, Vegan Nuggets, Chicken Style. Gut, dass er das Licht wieder angemacht hat. Chicken Style. Ja, dreh mal um. Also, ja. Oh, das ist auf jeden Fall schon mal deutlich leichter zu trennen. Was ist denn da die Basis? Reis oder was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach was. 7. Du hast 8. Ein Ticken besser. Ich finde ein bisschen, die haben so eine Gemüsenote. Fällt dir das auch auf? Schmeckt ein bisschen gemüsig. Und, was ich auch nicht so gut finde, also ich fand den anderen ein bisschen besser, muss ich sagen. Die waren halt zarter, was ich irgendwie mochte. Und die hatten halt nicht diesen Nachgeschmack. Deswegen gibt es von mir 8. Aber die hätten noch ein Ticken intensiver vom Geschmack sein können. Ja, die anderen waren mir ein bisschen mehr so, wie ich so die Nuggets im Kopf habe. Okay. Aber naja. Sind 7,5 am gleichen Note. Die waren sehr weich. Die McNuggets bei McDonalds waren ultra weich. Die sind ja. Willst du mir sagen, wie ich sie im Kopf habe? Ja. Oder was? Ja. Falsch. Ja. Da haben wir 2x 7,5 bisher. So, wir haben hier die Rice Nuggets
vom Penny. Alle Menschen, die unseren Penny Food Hall gesehen haben, sind gute Menschen und wissen, dass wir die schon getestet haben und wissen unsere Meinung dazu auch schon. Mehr sage ich jetzt einfach nicht. Aber es ist natürlich spannend, auch nochmal zu erfahren, wie die im Vergleich ist zu das den stimmt. anderen Geräten. Damals hatten wir keinen Vergleich. Aber das ist wirklich das hässlichste Packaging Design. Guck dir das mal an, was ist das? Willst du das essen? Das ist so schlimm. Ich weiß gar nicht, warum die, also wer sich denkt, dass das attraktiv ist. Ja, echt. Hätte man die einfach den Reis weggemacht, dann wäre es schon mal viel geiler gewesen. Ja. Egal. Oh. Ja, nee, war es auch richtig gut. Nee, findest du? Das sieht so ein bisschen aus, als wenn da irgendwie Reis noch klebt. Hast du schon? Ja. Bist du bereit? Ja. Hau raus. Ha! Ja, wie lustig. Ja, sind einfach Bombe, muss man echt sagen. Krasse Dinger. Mega gut. Geschmacklich sind die super, die schmecken einfach richtig lecker. Frage, warum wir keine 10 gegeben haben. Ja, weil ich irgendwie noch hoffe, dass irgendwas noch, also ja, ist auch mein Gefühl, aber ist es so typisch so deutsch. Konsistenz wäre es noch gewesen vielleicht. Wenn die Konsistenz noch ein bisschen. Ah, die ist aber schon sehr gut. Die ist schon sehr, sehr gut. Also sind wirklich, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Richtig, richtig gut. Super knackig, kein komischer Nachgeschmack, aber auch nicht zu hart. Ich mag das auch nicht, wenn die zu hart sind. Ja, die sind nicht so. Das Einzige, was vielleicht diese Reisding ist, so ein bisschen das, wo ich noch so ein Fragezeichen habe. Also das Einzige für mich ist dieses Design. Ja, das stimmt. Preis ist auch, das Design hat. Preis 1,99 kann man auch nicht falsch machen. So, und jetzt haben wir noch was ganz Spannendes von der Marke Iglo. Iglo, finde ich sehr spannend tatsächlich auch. Aber nicht gedacht, dass die sowas machen. Hm. Ach, ich habe die noch nie gesehen. Aber die sind ja auch im Frierer drin, Gefrierer. Oh. Oh, das sieht aber krass aus, ne? Das sieht krass aus. Sechs. Sechs, fünf. Ich habe auch kurz. Das ist nah beieinander, oder? Ich habe auch gedacht, dass ich vielleicht den noch schlechter gebe. Das schmeckt irgendwie nicht, das schmeckt nicht nach den Nuggets, wie ich sie kenne. Schmeckt mir einfach auch ganz nicht so ehrlich, gut. Ganz ehrlich, das schmeckt nach Fischstäbchen und ich glaube, Iglo hat sich da irgendwie vertan. Ja, kann auch echt sein. Die haben die Fischstäbchen in andere Formen gemacht, weil am Ende schmeckt die frittierte Schlotze ja ähnlich. Eben. Muss man einfach sagen. Wahrscheinlich ist es sowieso auch kein Fisch in den Fischstäbchen. Ich habe gedacht, weißt du, was können wir noch Nuggets draus machen? Wir machen einfach, ja, wir schreiben einfach vegan drauf. Ja, 6,5. Im Moment ganz hinten, muss man sagen. Ja, verrückt. Verrückt, aber da waren wir uns ja wieder einig. Na, heute sind wir uns echt einig. Ich habe das Gefühl, bei Chicken Nuggets haben wir ähnliche Gefühle. Ich finde, ich glaube auch, aber das ist auch ein Herzensthema bei mir. Eine ähnliche Zunge. Like Nuggets. Boah, da bin ich sehr gespannt drauf. Bin ich super gespannt. Weil die haben sehr gute Fleisch-Wurst-Dinger gemacht, haben die. Aus Soja. Alles. Wir haben hier die Like Nuggets. Like Meat, Like Nuggets, whatever. Die sehen schon mal sehr geil aus. Ja, aber was ist? Sehr hart zu durchbrechen, muss man sagen. Weil wir sie haben im Ofen auch gemacht. Ja, ich sagte, die riechen wirklich nach. Was willst du mich? Du, what the fuck, ey. Ah, das ist wirklich crazy, man. Das riecht einfach nach. Da kriege ich auch einen Nacken sofort, wenn ich das rieche. Ein bisschen zu lang drin lassen, glaube ich. Einfach nach. Ja, nach Chicken. Mhm. Das ist so crazy. Ey, boah. Du schmeckst Chicken einfach. Das ist so verrückt. Ich finde, wir müssen bedenken, dass wir es ein bisschen zu lang drin gelassen haben und das ist unsere Schuld. Mhm. Weil wenn du die, glaube ich, ordentlich zubereitest, dann muss das ist eine 9,5. Ist wirklich so. Also. Die sind auf einem Level mit den von Penny. Wie kann das denn sein? Das schmeckt wie Chicken. Aber schmecken deutlich mehr nach Chicken als die von Penny. Das stimmt. Die schmecken einfach nach Penny. Die sind aus Soja, ne? Ja. Die schmecken nach Chicken. Ja. Die schmecken nach, ich riechen weiß. Nach Chicken. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber. Also Chicken! Macht jetzt keinen Sinn mehr, überhaupt Chicken McNuggets zu essen. Es gibt doch jetzt was ohne Leid ist. Und was genauso schmeckt. Besser für die Umwelt alles. 9,5. Alter, was haben wir für Granaten hier? Ja, voll die Granaten, Mann. Viva Vera. So, die hier, da hatten wir ja schon die Schnitzels von Vivera. Kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Hat eine 9 bekommen, glaube ich. Nein. Doch, sehr gut. Dann, nee, aber. Ach, doch, echt? Doch, ja. Stimmt. Aber die von Dings war noch besser, ne? Von die von Rügenwalder. Und das Ding ist, Rügenwalder hat auch Nuggets, aber die gab es nicht mehr. Die waren ausverkauft. Überall. Oh. Das sieht wirklich auch einfach aus wie Fleisch. Hm?
5,5. Alter, du willst mich doch verarschen! Oh, ich hab Fleisch rum, sorry. So. Wieder, wir haben 1:1 genau das gleiche gemacht. Aber ich habe auch wieder, das Ding ist, ich kann es gerade ganz gut einordnen, weil man die so nacheinander wegschnabuliert. Und ich finde die nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut wie die letzten beiden, aber besser als die davor. Ja, finde ich auch. Ein bisschen trocken. Kann aber auch wieder unsere Schuld sein. Ich glaube, es ist unsere Schuld, ehrlich gesagt. Und nicht ganz so intensiv im Geschmack. Also nicht so dieses krass. Nein, ja, nicht so krass wie die 9,5. Aber trotzdem super. Aber trotzdem besser noch als die anderen. 8,5, hallo. Das ist immer noch mega super. Und dann haben wir noch die So Chicken Stäbchen. Tendenziell eher Stäbchen, wie der Name schon sagt, als wirklich Chicken McNuggets. Also was, Stäbchen jetzt zum Essen oder was? Ja, das bringt überhaupt nichts so, aber ist geil. Oh wow, ja. Oh, was ist das für ein Lahm? Was machst du da? Ich krieg's nicht auseinander. Reiß es doch. Ah, das sind so Stripes. Nee, komm, ich hör's auf. Geh nicht auseinander. Oh, das hört sich aber. Bei all diesen Produkten kannst du den schlecht. Ich glaube, man muss einfach etwas nehmen, was Konsistenz hat und da das panieren. Und dann schmeckt es einfach gut. Und Salz reinmachen. Ja, das ist richtig einfach. Panade. Was gibst du der Nummer? Das hier. 8,5. Das sind wirklich sehr, sehr gut. Konsistenz sind toll. Schmecken gut, kann man richtig gut wegsnacken, richtig toll. Aber Leute, was da heute dabei war, ey. Meine Güte, ey, so gute Produkte. Haben wir irgendwelche Nuggets hier vergessen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Doch, bestimmt, wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Ja, Lidl hat noch welche. Lidl und natürlich auch noch, hier sag mal, Rügenwalder. Die letzte Mal Schnitzelplatten gewonnen haben. Leute, ihr könnt sie ja auch mal gerne zuschicken, wenn irgendjemand von den Leuten zuguckt. Aber ihr müsst damit rechnen, dass wir die eventuell auch zerstören. Also wir nehmen hier... Genau, nicht ihr als Privatperson, sondern wenn ihr die Firma seid. Henry! Gordon liebt es, wenn Henry sich in seine Jacke einbuddelt. Komm runter, Henry, runter. Sehr gut. Also, in diesem Sinne, ihr Mäuse, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt was gelernt. Und wie immer freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns ein Like oder ein... Du hast natürlich ihn jetzt stranguliert hier gerade, aber es ist hier alles tierfreundlich. Das will er. Das will er. Wenn ihr uns ein Like und ein... das ist fies, ne? Ein Like oder ein Teilen oder ein Kommentar. Irgendwas, was auch mal ein Impact von euch ist. Irgendwas, wo ihr mal aktiv werdet. Wo ihr nicht so passiv da sitzt und einfach das Video konsumiert for free, sondern wo ihr auch mal was macht. Ich glaube, das passt das Gute zusammen. Ja, ich habe mich zugehört, aber finde ich auch. Und fühlt euch ganz doll umarmt. Wie Henry jetzt gerade, auf deinem Schritt. Ja. Die Wärme deines Schritts genießt. Ja. Genießt diesen Schritt Wärme. Tschüss.